Hallo zusammen, ich bin der Marc, Geschäftsführer, Künstler, Chaot, Visionär, Denker, Hacker und vor allem eins, Macher. Das letzte grosse Ding, das ich gemacht habe, ist Facing History, Kulturgeschichte im Dialog. Das ist eine Sonderausstellung in der antiken Sammlung zu Bern, dort an der Hallerstrasse im 2. UG, ohne Fenster, mit schlechtem Neonlicht, wo normalerweise Kunststudenten mit Bleistift und Papier die griechischen Abgüsse müssen abzeichnen. So hat es ausgesehen, als ich zuerst einmal der Dummer war. Dann habe ich mit einem guten Freund, dem Frantic Jack Klossner, bei ein paar Flaschen gutem Rotwein die Idee gehabt, dass wir auf die Büsten Gesichter projizieren und auf eine frische Art Kulturgeschichte können übermitteln. Also auf eine zeitgenössische, mit moderner Technologie, kann ich Kulturgeschichte interaktiv übermitteln. Das mit dem Beamen, mit diesen Gesichtern auf Büsten, ist für mich kein Problem. Wir machen das seit über 15 Jahren. Da war nur noch das Ding, okay, wir beamen Gesichter auf die Büsten. Wie bringen wir die ganze Interaktivität her? Da musste ich nicht lange überlegen, es war ganz klar, Menschen, wenn sie miteinander interagieren, meistens ist die Sprache das Wichtigste. Also stellen wir diesen Göttern ein Mikrofon parat. Und so kann dann das Publikum Kontakt mit unseren Büsten aufnehmen und Fragen stellen über ihre Geschichte. Wir waren halb begeistert von unserer Idee, weil ich sofort an die Arbeit geworfen. Frantic hat das ganze Konzeptionelle gemacht, das ganze Fundraising und die ganze Bürokratiekrieg, sage ich jetzt mal, das, was ich alles nicht so gerne mache. Und meine Aufgabe war, das ganze Technische zu lösen. Okay, für mich war eigentlich klar, das Ganze sollte offline funktionieren und sollte Open Source sein. Habe ich gefunden, das ist jetzt nicht ein wahnsinniger Anspruch mit der heutigen Technologie, Siri und all das Zeug. Kein Ding, oder? Meine Lieblingshardware ist seit mehreren Jahren der Raspberry Pi. Das ist so ein kleiner Singleboard-Computer. Und die Idee war, dass ich eigentlich auch alles auf dem laufen lasse. Bei dem ist der Nachteil, er hat keinen Audio-Eingang. Darum habe ich noch etwas gegoogelt und habe ein Matrix Voiceboard im Internet gefunden. Das ist ein Erweiterungsboard, so eine Steckplatte, die man auf das Raspberry stecken kann, mit 7 Mikrofonen drin und einem FPGA. Wo ich das Gefühl hatte, oh, das mit dem kann ich sicher super in Sprache aufzeichnen. Dann, wer schon mal im Computer ein Terminal hat aufgetan, der weiss, der Computer funktioniert mit Text- oder mit Zahleneingaben. Also eine Aktion, ein Befehl ist immer in Text- oder Zahlenform. Also nicht einfach Sprache, ich kann nicht direkt mit ihm reden. Also habe ich mich auf der Suche gemacht nach einem Tool, das meine Sprache in einen Text umwandeln oder in eine Aktion, so dass es die Maschine versteht. Ich bin dann auf GitHub beim Bischof auf das Tool Solpare gestossen. Das ist ein Open Source Tool, das ich in Python geschrieben habe, das speziell auf Raspberry Pi läuft. Also schon mal check, etwas erfüllt. Und zwar probiert er in Audiodateien Patterns zu erkennen. Also Patterns, jetzt ein paar Beispiele von Patterns. Also man tut das Audio, die Wave-Datei analysieren und probiert dort eine Regelmäßigkeit zu finden. Ich war halb begeistert, haben wir das alles irgendwie zusammengehackt und habe die Maschine angefangen zu trainieren. Ich habe gemerkt, ich muss relativ viele Samples von meiner eigenen Stimme dieser Maschine füttern, also schon nur für das Wort «Wer». Weil ich einen Satz generieren wollte, wie «Wer bist du?», habe ich gefunden, okay, nehmen wir nur ein Triggerwort, «Wer?». Ich musste recht viel oft das «Wer» sagen und aufnehmen und den Algorithmus das Ganze trainieren, dass es dann irgendwann wirklich funktioniert, dass ich konnte «Wer» sagen und ich hatte eine Interaktion in meinem Terminal, in meinem Computer. Ich fand eine super Sache.
mal ein paar Leute eingeladen daheim. Ich habe ihm gesagt, ja, sag mal das und das. Und dann habe ich doch gemerkt, aha, das funktioniert nur auf meine Stimme. Scheiße. Okay. Dann habe ich mal gemerkt, ich bin am Anschlag. Ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe Simon Josi angerufen, der ist vorbeikommen, ein alter Programmierkollege. Und wir haben interessante Recherchen gemacht über künstliche Intelligenz, AI, neuronale Netzwerke. Und es ist eigentlich relativ schnell klar geworden, wir brauchen Daten. Und wir brauchen viele Daten. Dann sind wir etwas weiter auf der Suche im Netz, haben von Mozilla ein Tool gefunden, wo wir jetzt könnten mit Sprache, also wir können, du kannst dort Sätze hineinsagen und dann den Text dazu schreiben und so kannst du euch eine Library generieren, die genau diese Daten konstruiert, dass wir dann anhand von einem Audio einen Text generieren können. Wir haben gefunden, super Sache, okay, das Tool haben wir zur Verfügung. Brauchen wir nochmal noch Menschen, die das alles sagen. Ich hatte kurz einen Anflug von, komm, wir nehmen alle Schulen im ganzen Kanton Bern, machen dort ein Projekt, dass all die Schüler unsere Sätze wie, wer bist du, was machst du, einsagen und dann reintöckeln. Und so könnte man ein Library generieren, das auch mit Mundarten, das auch mit der heutigen Slangsprache wird funktionieren, wo man dann auch wieder contributen und wieder ins Netz stellen. Ja, wir mussten das nicht lange überlegen und du musst feststellen, mit der heutigen Bürokratie und all das, bis das wirklich näher in der Schule wäre, ist eine kleine Utopie. Okay, ich habe mich geschlagen gegeben, offline habe ich gestrichen, wir gehen online. Und es ist im zweiten UG in dieser Uni, die Ausstellung. Ich habe gefunden, irgendwie bekomme ich dort schon Internet. So als Anekdote, ich habe mittlerweile Internet, aber eigentlich ist es noch immer inoffiziell. Also es war eben doch noch eine Hürde gewesen. Aber mit diesen ganzen Online-Services ist mir eine ganze neue Welt aufgegangen. Wir haben jetzt mal x Anbieter gefunden, die ich genau das Speech-to-Text-Tools bieten. Wir haben ja Firmen aus der Schweiz gefunden, Start-ups und sonst Firmen. Ich habe natürlich zuerst die Schweizer Firmen kontaktiert per E-Mail. Um zu schauen, ja, kann man etwas zusammen machen, wir sind so ein neues Projekt, wir sind noch ein bisschen experimentieren. Ich habe von keiner Schweizer Firma Antwort bekommen. Okay, fuck it, wir haben größere Dienste ausprobiert und sind bei Dialogflow gelandet. An diesem Punkt, Open Source, wieder gestorben. Der Dialogflow Server ist ziemlich einfach, man kann mit einem Google Login sich einloggen. Man hat Intent, das heisst, man weist etwas zu. Hier ist es zum Beispiel Intent, who are you? Und dann haben wir dann verschiedene Fragesätze reingecodet. Also, wer bist du? Kann man ja auch sagen, wie heisst du? Alles so Sätze, jasset man dort rein, drückt Enter, es geht etwa eine halbe Minute und die Maschine hat es gelernt. Das ist ein neuronales Netzwerk, das der Hänger auswertet, Text auswertet. Und er weiss, was ich jemanden fragen wollte. Dann haben wir eigentlich einen funktionierenden Prototyp innerhalb eines Nachmittags auf dem Laptop gehabt. Super Sache, cool. Das Ding war, dass wir immer Space drücken. Also, man hat Space gedrückt, man hat die Frage gestellt und man hat Space wieder losgelassen. Und dann ist das Audio komprimiert worden, an unseren Server geschickt worden, hat die ganze Auswertung gemacht, hat das Audio in Text umgewandelt. Den Text analysiert, in einem neuronalen Netzwerk geschaut, auf welchen Intent kann man es mappen und uns das dann zurückgeschickt und wir haben das Resultat gehabt. Das Problem war, wir können ja nicht an der Ausstellung überall eine Space-Taste her tun und den Leuten sagen, wenn du da etwas fragst, musst du heute die Space drücken, reinreden und Space wieder loslassen. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, was gibt es auf dem Markt, das Amazon Alexa und Siri weckt man ja eigentlich mit einem Wort, also man sagt Hallo Siri oder Hallo Alexa, dann habe ich gefunden, okay, wir nehmen einfach von all diesen Göttern den Vornamen als Triggerwort. Lustigerweise habe ich es allererst probiert mit dem Gott Hermes. Also habe die Intents alle aufgesetzt, so ein Triggerwort machen, Hermes, Triggerwort,
kommt eine grosse Fehlermeldung, Hermes is a registered trademark. You may not use this. Dann habe ich gefunden, wie kann das sein, dass ich mehrere tausend Jahre alten Gott seinen Namen nicht verwenden für ein Projekt, weil irgendein Buddha es geschafft hat, dem seinen Namen zu patentieren. Ja, ich habe es toll an sich gefunden, okay, ich muss eine neue Lösung suchen. Und dann kam die Idee mit verschiedenen Sensoren, also mache ich irgendwie ein Schäli zum Mikrofon, wo ein Bewegungsmelder drin ist, oder nehme ich einen Distanzsensor, dass ich merke, wenn jemand eine gewisse Distanz vom Mikrofon hat, dass ich dann aufzeichne. Das waren alles lustige Ideen, ich habe auch viel gelernt, mit so ein bisschen Sensoren rumzuhacken. Ich habe aber gemerkt, A, sie sind nicht genau, und B, wenn jemand vor so einem Gott von mir steht, heisst das noch lange nicht, dass er noch schon eine Frage gestellt hat. Ich habe mich ein bisschen weitergehirnt. Dann ist eigentlich die logischste Lösung von allen logischen Lösungen. Wir haben ein Audio, also das Mikrofon. Wenn das Mikrofon ein Geräusch hört, bekommen wir einen Audio-Pegel. Also ganz einfach, wir schauen auf einen Pegel. Wir haben das Mikrofon immer offen haben und ab dem Moment, wo wir einen gewissen Pegel überschreiten, können wir anfangen aufzeichnen. Also ab dann können wir davon ausgehen, es stellt jemand eine Frage an unseren Gott. Wir haben das Python-Skript geschrieben, das das genau macht, und haben die ersten Versuche gestartet. Dann haben wir die Problematik gehabt, dass von dem Moment, wo ich den Pegel habe im Mikrofon und in der Software schreibe, es hat jemand etwas gesagt, fang an, fang aufnehmen, ich habe schon ein paar Millisekunden verloren. Also wenn ich zum Beispiel den Satz «Wer bist du?» habe gesagt, ist das Audio aufgezeichnet worden «Ist du?». Und das «Wer» hat es mir wie abgeschnitten. Dann haben wir gefunden, okay, jetzt müssen wir hier eine Lösung finden. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Skript gemacht, das die ganze Zeit endlos einen Loop aufnimmt. Und sobald wir den Trigger haben, wo wir wissen, jetzt nehmen wir auf, schneiden wir von diesem Loop die letzten 5 Sekunden rausschnipseln. Wir haben unsere Aufnahme und schneiden die 5 Sekunden vor die Aufnahme her und das Ganze dann komprimieren und das auch verschicken. Und so haben wir echt die Problematik gelöst. So hat das Ganze dann funktioniert mit dieser Sprachanalyse. Wir haben dann einfach intens gemacht. Also auf unserem lokalen Computer habe ich ganz einfach Ordner gemacht, wo zu jeder Frage eigentlich der Intent ist. Und dabei konnte ich dann so viele Antworten fallen, wie ich halt zur Verfügung hatte. Es ging ein bisschen darum, gegangen, dass wenn du den Gott zweimal fragst, wer bist du, wäre es ja noch cool, wenn er zweimal eine andere Antwort gibt. Es wäre ein bisschen menschlicher, es wäre ein bisschen spannender, es wäre ein bisschen lebendiger. Und das haben wir wirklich sehr einfach gelöst. Dann haben wir dann ein Python-Skript mit einem random, dass es einfach ein random Chooser ein Video abspielt. Gut, jetzt ist es so, mit all dem, die ganze Pipeline, also von dann an, wo ich den Pegel erkenne, das Ganze aufzeichne, noch die 5 Sekunden vor dran muss, das Ganze verpacken, das Ganze komprimieren, das Ganze an den Server schicken, der Server alles auswertet, zack, 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 alles kommt wieder zurück, passiert innerhalb von etwa 1,2, 1,5 Sekunden. Ich wollte alles auf einem Raspberry Pi machen. Der hat aber die Problematik, dass das Random Script anhand von dem Intent, bis es das Video hat geholt, rausgemappt auf das Gesicht, schier 3 Sekunden gebraucht. Ich muss sagen, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt eine schnelle Pipeline haben. Und der einzige Knackpunkt ist eigentlich dort, wo der ganze Output kommt. Also musste ich sagen, okay, Raspberry Pi, goodbye. Ich habe hier so günstige Gigabyte-Computer gekauft mit einem Celeron-Prozessor, der das in einer anständigen Zeit den ganzen Datenflow verarbeiten konnte. Und jetzt haben wir eigentlich von dem Moment an, wo wir die Frage stellen, bis die Antwort kommt, 2 Sekunden. Das finde ich cool. Jetzt kommen wir. Wir haben jetzt das ganze Sprachliche gelöst, also die ganze Interaktivität haben wir irgendwie hergebracht, mit viel Recherchieren, mit viel Ausprobieren, haben wir jetzt auf einmal ziemlich schnell eine simple Lösung, die funktioniert, wo ich den Gott etwas fragen kann, es triggert, bekommen eine Antwort. Aber wir haben ja gesagt, wir mappen Gesichter auf
auf die Büsten. Ja, im Moment Gesichter, da brauchen wir Menschen, wir brauchen Texte. Und dann haben wir hier Schauspieler organisiert, die uns die Texte einsagen im Studio vor einer Blue Box, die mit einem Kamerateam gefilmt wurden. Es war wichtig, dass sie sich nicht zu fest bewegen, weil unsere Büsten sind starr. Wir haben aber auch mit Experimenten gemerkt, es ist gleich wichtig, dass sie sich gleich ein bisschen bewegen, dass es eine gewisse Menschlichkeit gibt, dass es nicht creepy wirkt, dass es nicht maschinell wirkt. Und so hat man recht das Footage ausgesehen, das ich vom Kamerateam bekommen habe. Das musste ich natürlich noch bearbeiten, dass es irgendwie so aussieht. Es ist noch lustig, wenn ihr nach achtet. Unsere Schauspielerin hat keine Nasenlöcher mehr. Und zwar ist es so, dass die Büsten sehen alle wunderschön aus, aber sie sind eben nicht proportional so, wie der Mensch ist, oder auch der heutige Mensch, sage ich mal. Sie sind so gemacht, dass sie sehr schön wirken. Sie haben alle eine viel längere Nase als wir und der Bereich zwischen Mund und Kinn ist viel kleiner. Also wenn ich das Video an eine Büste projiziert, sind irgendwo immer Nasenlöcher im Gesicht rum. Dann, ja, kacke, was machen wir jetzt? Und dann musste ich sagen, ja, aber Moment, das sind ja 3D-Figuren, die haben ja an sich eine Nase, wenn wir drauf beamen. Und je nachdem, was wir beamen, gibt es ja sogar Schattenwürfe. Also habe ich angefangen, bei allen Videos die Nasenlöcher raus zu retuschieren. Wir haben 25 Bilder in Sekunde. Wir haben pro Sprachgott etwa 40 Videos. Wir haben 4 Sprachgötter. Wir haben 32 Kurs daheim. Es ist doch gegangen, aber es war gleich noch recht Aufwand. Und vielleicht geht es zu diesem Thema Videoeffekte. Es war auch wieder mein Approach, ich wollte es Open Source lösen. Ich wollte nicht irgendein Nuke oder Tools, die ich sonst kenne von der Arbeit, sondern ich wollte wirklich die ganze Pipeline Open Source. Ich habe ein Tool gefunden, Natron. Das ist von einem französischen Entwickler, das ist ein Node-based VFX-Tool, das mir recht geflasht hat. Aber ich habe gemerkt, Moment, wir haben kein Audio hier. Für meine Sprachgötter wäre es eigentlich ziemlich wichtig, dass ich VFX mit Audios bearbeiten kann, weil ihr wisst, wenn ihr einen Film schaut und das Audio noch ein bisschen verschoben ist, das ist Horror, das geht gar nicht. Also wenn ihr eigentlich in Pipeline das Audio dran lassen könnt. Und das andere war, es hat kein Smashboard-Tool. Natürlich vorher, habe geschrieben, habe schauen und habe tun. Und da habe ich festgestellt, das Projekt ist eigentlich gestorben. Das haben die drei Entwickler abgesprungen, der zweite ist nicht mehr so motiviert. Dann habe ich dort einen Shitstorm angefangen, um zu schauen, ja, können wir das irgendwie quer finanzieren, subventionieren, haben wir Coders, mal auf die Webseite von ihnen geschrieben, Maintainer needed, so und so weiter. Ich habe gemerkt, ja, mit dem Zeitrahmen, den ich habe, das No-Go, ich kann selber nicht wirklich ein kompliziertes Zeug coden. Dann bin ich halt auf ein proprietäres Tool, das auf Linux läuft, ausgewichen, auf DaVinci Resolve, wo sehr viele Bugs hat und ich tue gerne Bugs reporten und ich habe dann regelmässig zurückbekommen, du brauchst nicht unser CentOS Image, das irgendwie völlig veraltet ist, sondern du brauchst Debian, da bekommst du keinen Support. Und ich habe gefunden, ja, super, proprietär, wir lieben euch alle. Dann ist es weitergegangen, für die Gesichter auf die Büsten zu beamen, haben wir einen Beamer vor die Gesichter montiert, irgend so an einem Gestell. Und wir haben die ganze Produktion, also so ein Ding haben wir ja am Bildschirm produziert. Ja, irgendwie müssen wir das jetzt mappen, also wir müssen das Video vor Ort verzerren, dass die Augen passen, dass das Mund passt, dass es irgendwie einen menschlichen Charakter gibt, weil wenn das Mund auf der Nase ist, ist es dann so ein bisschen komisch. Dadurch, dass der Raspberry Pi gestorben ist, ist auch ein bisschen OFXP-Mapper gestorben. Das ist ein Projekt, das ich seit Jahren unterstütze. Ich bin ein bisschen weitersuchen und dann habe ich gefunden, dass es MapMap gibt. Das Open Source Mapping Tool. Funktioniert aber so wie die meisten proprietären Mapping Tools.
Und zwar hat man wie einen Kontrollbildschirm, wo man das Interface hat und man hat dann den Ausgang. Aber ich mache hier eine Installation, eine Ausstellung, die öffentlich zugänglich ist. Ich habe Personal, das nicht mega hacky unterwegs ist. Also ich will, dass sie Power-Knopf drücken können, dann läuft alles von allein. Und nicht noch Kontrollbildschirm hier aus File laden und Zeug Geschichten. Ich sage, nein, das können wir nicht brauchen. Worauf ich am CCC in Leipzig Jan Kuonin kennengelernt habe. Ein motivierter junger Programmierer, der sein tägliches Brot bei der Versicherung verdient und eigentlich ein bisschen angepisst ist dort. Und kurz daran konnte ich ihn motivieren, dass wir zusammen den OpenMapper schreiben, oder er schreibt, und ich sage so ein bisschen, was ich alles brauche. Das ist eine Open-Source-Video-Mapping-Software, die wir jetzt lanciert haben. Wir haben auf GitLab, ich bin froh für jeden, der daran hilft, umzumachen. Ich habe eine Vision, wie das alles sein muss. Ich kann es einsetzen, aber ich kann selber kein TypeScript schreiben. Also so bin ich ein bisschen angewiesen auf Leute, die mithelfen. Auf jeden Fall haben wir nicht einen OpenMapper geschrieben, dass wir wenigstens das Problem Open Source haben können lösen und noch etwas für die Community beitragen. So hat man das Resultat ausgesehen, oder sieht aus. Die Sammlung ist, könnt ihr schauen, es ist offen von Donnerstag bis Sonntag, vom 2 bis 5 Uhr kann man die Sonderausstellung schauen. Hier sehen wir sehr schön so eine Büste. Und wie wir das Gesicht drauf gemappt haben und die Problematik von NASA ist eigentlich abgelöst. Da haben wir dann unsere verschiedenen Götter, haben wir Athena, die Aphrodite, der Apoll, wo man dann über das Mikrofon kann fragen kann, wer bist du, was machst du, was denkst du. Und dementsprechend bekommen wir Antworten triggert. Unser ganzes Projekt ist Open Source, also ihr findet euch auf GitHub alle Skripte und alle die Sachen, die wir dazu haben geschrieben haben. Weil unsere Ausstellung ist finanziert worden durch Stiftungsgelder und für mich war ganz klar, es sind öffentliche Gelder, also alles, was wir entwickeln, muss auch wieder an die Öffentlichkeit zurückgegeben werden. Das ist bei vielen Leuten nicht selbstverständlich, habe ich gemerkt. Wenn ihr mehr Informationen wollt zu diesem Projekt, könnt ihr auf www.facinghistory.ch. Da findet ihr noch ein paar Informationen. Ihr könnt auch anschliessend an den Talk mir noch fragen, falls noch Fragen sind. Ja, so sieht eigentlich so eine Installation aus. Wir sehen hier, haben wir ein Stativ, wo wir einen Mini-Beamer vordran haben. Hier unten habe ich so einen Computer, wo ich alles über Wi-Fi gelöst. Also ich probiere immer möglichst simple Lösungen zu bauen, ohne Server-Racks, ohne Windows 1000 Lizenzen und Sachen. Möglichst alles simpel und funktional. Wie ist es mit der Zeit? 28 Minuten. Okay, dann. Nochmal noch ganz schnell, der Arbeitsprozess ist so ein bisschen, man sieht hier so ein bisschen in diesem Keller unten. Das Licht haben wir schon installiert. Ich bin oft tagelang mit dem Laptop oder mit der Workstation vor irgendeinem Gesicht gehockt und habe so ein bisschen gemerkt, es würde die Zukunft anders machen. Soziale Interaktion ist doch noch etwas sehr Wichtiges im Leben eines Menschen. Ja, das wäre es in diesem Moment mit meinem Speech. Sind noch Fragen?